Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Kettle und Kopf. Ich wünsche mal einen schönen Samstag und ein schönes Wochenende. Ja, ich mache weiter mit Schlafen, zwar 15 Tage und 20 Stunden, dass wir so 8:45 beginnen können, unsere Arbeit. Da kriegen wir Regen. Wird auch einmal Regen, Gewitter, ja. Gewitter ist halt was ungewöhnlich im Frühling, aber kann man nicht ausschließen, ne? So. Ich habe fertig mit Schlafen. Na, wir wollen keine weiter dazu. Zahme 30. April. März. Tür geht nicht auf. Ich gehe mal raus, wo draußen so ansteht. Dann raus an die frische Luft. Ja, Bäume sind noch nicht grün. Ne? Normalerweise, ja, die ersten Anzeichen sind da, aber die Birken werden auch schon grün, also leicht grün. Gut, wir schauen mal rein im Menü, was wir da machen können. Und zwar einmal fällt, nein, fällt eins nicht, im Besitz fällt 3. Also Wachstum haben wir zwar 67, ja, Prozent oder so, ne? Und ich schaue mal so rein. Auch gesät 100%. Tiefenlockerung, gut, da haben wir eh nicht gemacht. Wir haben gegruppert, das 0. Gut, ihr seht, ist auch ganz fertig. Also düngermäßig sieht so aus, dass wir gut die Hälfte haben. Und beim Feld 5, bei den neuen Feldern, da sind wir gut etwas unter der Hälfte. Ansonsten das Wachstum ähnlich wie, ne, wie auch in der Glas gleich. So, das 70. Gut. Ein Feld schon ein bisschen weiter. Ich werde jetzt Sommerrocken. Na gut. Ist eine Geschichte. So, düngen. Jetzt auf Traktor gehen. Wunderbar läuft. Tür aufmachen. Geht ja hier auch, ne? Schreib mal ein. Dann mache ich Tür wieder zu. So. Was ist das für ein Schalter? Geht nichts. Ich kann mal Fenster aufmachen, ne? Und Fenster zumachen. Ist ja doch kalt draußen. 7 Grad. So. Ansonsten anschalten. Spiegel verstellen. Übrigens kann man machen. Man kann die Spiegel verstellen. Ne? Ist praktisch. Um den ganzen Arm. So. Und links. Tue ich auch. Den ganzen Arm, ne? Bisschen nach oben. Praktisch. Mir vorher nicht aufgefallen. Also gab es vorher auch schon von Update. Haben wir Spiegel. Ja. Wir fahren rückwärts. Bremse aktiviert. Ist aktiviert. Na, rückwärts fahren wir mit Bremse. Ist ein bisschen irreführend, aber so. Ob das kein Hund und keine Katze hinter mir ist. So. Auf zu den Feldern, ne? Die habe ich ja glücklicherweise am selben Fleck gekauft, dass wir da nicht lange umherfahren müssen, ne? Also Zeit mit so und Sachen ja, nicht verklaren, ne? Ich weiß nicht genau, ob wir nächstes Jahr noch ein Feld kaufen können und dieses Jahr. Das ist abhängig von den Erträgen, die wir haben. Und werden nicht so viel verdienen, ne?
Klar, wäre ideal, wenn wir einen Drescher kaufen könnten, aber den werden wir uns nicht leisten können. Mal bremsen. Mal schauen. Rechts. Links. Freie Fahrt. Ja, ich habe noch 7.974. Wobei ich dafür noch einmal Dünger kaufen muss. Und ein, sag mal, ein Drescher. Der würde in der Miete kosten. Wieso können wir das nicht kaufen? Das ist auch neu. Wir haben ja das Prinzip die Ansicht in der Halle, ne? Jo. Da steht weniger kaufen noch Miete. 9000. Ja, 9000, ne? Gut, ist mir erschrocken, wenn wir jetzt theoretisch so 4 Stunden gehen nehmen würden. Das müsste ja eigentlich zu packen sein. Dann wird der 1000. Ey, das ist Häcksler. Und der würde bei 4 Stunden 1560 kosten. Plus Schneidwerk. Ja, das können wir noch leisten. Dann geht's. War schon erschrocken bei 24. Denn 24 wäre schon ein bisschen. Stunden wäre schon heftig, ne? Könnte man nicht leisten. Aber wie gesagt, sparen oder Güllefass. Güllefass kostet ja auch 150.000. So. Schwierig. Ich meine, ein bisschen mehr verdienen werden wir eh. Ich habe nur 2 Felder mehr. Zwar keine von der Größe her, naja, wie 3, ne? So ähnlich, ne? Beginnen wir mal um 9 Felder. Da habe ich jetzt auf 300 Kilogramm eingestellt gehabt. Wo ist die alte Spur? Da ist die Spur. Bremse. Er sieht schon mal ganz gut aus. Ja, noch grün, ne? Okay, einstellen. P. 42 Meter. Und. Sieht gut aus. Das könnt ihr so lassen. Lenkrad aktivieren. Das kann man auch in Tastatur machen mit O. Und dann hören wir ganz kurz. Ja. Also ich gehe mal kurz auf TT, also Tempomat. Und dann. Ja, fährt die richtige Richtung. Wollte gerade sagen, wo fährt er nun hin? Jo. Gas, ne? Der verbraucht ja bei höherer Geschwindigkeit auch ein bisschen mehr. Wann das nun genau so sein wird, dass es sich auch bemerkbar macht, kann man jetzt schwer sagen, ne, dass hier zu sehen ist. Hier fahrt auch mal durch. Muss ich mal ganz kurz deaktivieren, wo das sich fast nicht lohnt. So. Und bald ist es schon spät angemacht. Und dann wollte ich mal ganz kurz gucken, ob das sich optisch sowas ergibt. So, Gas wegnehmen. Abbremsen. So. Kurz reingucken im Düngemenü. Fuhrpark. Da bin ich. Distanz 13 Kilometer, ne, 13 Meter, ne. 13 Kilometer, ne. Ja, Fahrzeug, grobe Fläche, gedüngte Fläche. Also Helfer ist jetzt irreführend, stimmt nicht. Ich habe Ansehen, oh, Hafen 30, durchkauft und Knochenschaft auch durchkauft.
Hafenverkauf, ne? Klärwerk 0, klar, hat noch nicht gemacht. Ansonsten die Rekorde, also im Prinzip diese, ne? Soll ich wohl gucken, wegen Feld, eigener Felder, Besitz, und zwar 7. Dass dieses Feld, ja, hat sich kaum noch getan, ne? Gut, die werden eigentlich noch mal düngen müssen. Ist ja so. Soll mal kurz Lenken ausschalten, sonst geht er immer fleißig in die andere Richtung. Ungünstig. Wir haben verbraucht 500 Kilogramm. Ja, das ist dann noch mal ein Streifen und dann den Rest. Lenkung. 3x T. Und B, Dünger anschalten. Ja, 300 Kilogramm, 500 Kilogramm, das macht zusammen hier 1000, ein bisschen mehr wie 1000. 1003 ungefähr, schätze ich mal. Und gegenüber. Ach nee. So, hier kurz. Deaktivieren. Und wieder aktivieren. Und am Anfang endet es meistens zu wenig, aber gut, das ist ja halt so, ne? Da sind wir wie am Feldrand. Kurz Gas wegnehmen, bremsen. Bremsen. Und vorbei. Junge, der muss raus. So, und hier ist es schwierig. Weil er düngt ja dummerweise Lenkungs aus, ne? Lenkung noch an, mal aus. Ich werde mal hier versuchen zu fahren. Da man nicht so viel am Gras draufbringt, ne? So. Normalerweise müssten wir das ein bisschen reduzieren auf 30 Meter, aber hier ist das wird ja immer kleiner auf die Ecke. Und das ist auf Dauer mühsam. Ne? Vielleicht wäre hier eine Größe von. Ja, gehen wir weg. Die kleinere Größe besser, ne? Ja, beschwert sich. Kann ich verstehen. Ich mach so einen Krach. Oh. So, fertig. Heute habe ich hier was gehört. Also, mal so am Rande. Die Grünen möchten gerne das Eigenheimbau erschweren bis verbieten. Ich meine, das ist ja im Grunde ein starkes Stück, ne? Also, wer sich ein Eigenheim bauen möchte, ich sag mal, wer es möchte, soll es tun. Ne? Die Frage ist ja eher das Problem, wer kann sich das noch leisten? Ne? Ich meine, das Bauen ist das eine, aber das Grundstück allein kaufen ist ja für viele schon utopisch. Ne? Also in Baden-Württemberg habe ich so erfahren, das ist da schon Programm, Wahlprogramm. Also Leute, ihr wisst ja genau, wen ihr wählt in Deutschland. Schaut euch das vorher genau an, ob das wirklich dann so sein soll. Ne? So, Bremsen. Das ist ein Thema dazu. Die Linken haben es aber auch schon gefordert. Ich meine, nichts da, wenn man sagt, okay, wenn man das andere vielleicht mehr fördern würde, würde ich ja verstehen. Einer sagt, okay, du baust hier mit 2, 3 ein Mehrfamilienhaus, sondern mit 4 Parteien in ein Haus. Wenn man das extra ein bisschen fördern würde, also mit Geld, dann könnte ich das auch nachvollziehen. Aber von vornherein zu verbieten ist mir schon Subjekt, also wie weißt du schön, nicht mein Fall. So, da sind wir in der Richtung, dann muss ich ein bisschen nach rechts schwenken.
Ich meine, das Eigenheim ist schon teuer, ist kann sie eh fast keiner mehr leisten. Also so, und auf Pump wisst ihr alle, wenn man da keinen sicheren Job hat, geht das sowieso nicht. Da sagt die Bank von vornherein, kannst vergessen, Anführungszeichen, ne? Also das ist so, wir müssen mal kurz nach vorne fahren. So, das zeigt ja nichts an. Nach hinten, ne? Nach hinten brauchen wir nicht. Oh. Jetzt habe ich was gemacht. Ne? Ja. Gut, das können wir vorne wieder sehen. Rechts. Ich muss noch ein bisschen nach rechts schwenken. Aber ich muss mal schauen. Müsste an sich ein bisschen nach links. Da hat sich die Textur ein bisschen geändert. Also die Felder haben sich auch ein bisschen, naja, nicht quadratisch, ne? Sondern, naja, gut. Bremse. B. Mal justieren. Ja, jetzt ist optimal die Breite. Das dürfte parallel laufen. Lenkung an. Hier schauen wir kurz rein im Menü. Ja, wegen Düngermenge. Ja. Zwar Feld. Das wäre Feld 4. Ja, 300 Kilogramm wäre gar nicht mal so verkehrt, ne? Dann wäre ja vielleicht hier. Grob geschätzt. Lieber noch mal was nachgeben, als wenn man hier in den roten Bereich ist, dann ist schlecht. Ja. Dann gehen wir Gas, ne? Oh. Wisst ihr was? Die Folge ist um. Leider. So, Zuschauer, das soll es schon für heute gewesen sein. Für den heutigen Samstag. Sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss. Ciao, ciao. Jo. Entschuldigung, morgen geht's weiter hier bei Kettle und Kropf mit dem Restdüngen. Tschüss.